Und hallihallo, und wir sind wieder bei Choose It und wir machen natürlich Sprint. Wie immer. Und ja, natürlich, wir machen jetzt erstmal Geld. Und ja, natürlich machen wir das immer wieder. Vier. Den kleinen Fiat nehmen und dann fahren wir natürlich. Wir könnten natürlich wetten, was Das wir noch. letzte Mal, Baby, war ein Ausrutscher. Die Karren sehen gleich aus. Auf das die Beste gewinnt. Was willst du denn wetten? Ich sag lieber jetzt nichts. Klar. Klar. Ich verstehe auch nicht, warum das keine höheren Gegner gibt. Es gibt jetzt noch so viele. Naja, auf jeden Fall, so tut es sein Geld eh schon mal los. Genau. Wir werden jetzt aber nicht als diese Rennen fahren. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen Geld scheffeln, damit wir uns neue Fahrzeuge kaufen können. Genau. Und dann werden wir erstmal Prototypteile versuchen zu bekommen. Und dann halt noch ein bisschen Spec Points. Und dann werde ich mir auch schon mal langsam mal Duellwagen zurechtlegen, denn wir müssen noch Carlos hochbekommen. Genau. Und Carlos kriegen wir nur durch Duell. Die Fahrzeuge werden dann schwarz und das sind dann meine Duellfahrzeuge. Ich muss auch noch mal gucken, wie das funktioniert, weil dann gebe ich immer stärkste Fahrzeug. Muss man mal sehen. Und ja. Danke Sue für das Geld. Hey, und 50.000. Was wollen wir mehr? Okay, du gewinnst. Genau. Sehr schön. Emmy fehlt der Ton. Ich weiß auch nicht im Moment warum. Normalerweise ist die Musik an, aber irgendwie. Ja. Hört man nichts. Komischerweise, ich muss mal da mal gucken. Wir fahren natürlich nochmal einen Sprint. Wenn dann denn schon. Und dann werden wir auch erstmal wieder Angeber. Events machen, dass wir erstmal ordentlich Geld bekommen. Wir sehen ja, wir haben ja kaum Fahrzeuge. Auf die einen beiden kann ich eh verzichten zu wetten, weil die haben kein Geld. Hola, Kleiner. Eine Katze hat 9 Leben und ich bin eine Katze. Deine Karre ist so gut wie meine. Lass mal hören, großer Junge. Was setzt du ein? Aha, 9 Leben. Aha. Und du willst echt meinen Staub schlucken? Wir dürfen noch nicht zu hoch malen, weil dann geht's nämlich runter. Ja, wie gesagt, ich mach's mir jetzt ein bisschen zu einfach. Was können wir dafür, wenn wir so einen guten Wagen haben? Tja, wie gesagt, ich werde jetzt nicht mit dem hier als Dauerfahren machen. Sollte ich mal Geldnot haben, dann ja. Aber wir haben ja noch andere Fahrzeuge und noch andere Rennen. Genau. Und deswegen müssen wir noch ein paar andere Rennen machen.
Und ja, da kam das Geld geflogen. Ich hab nicht aufgepasst. Passiert nie wieder, Senor. Tja, Pech. So, die sind erstmal clean. Welches Auto haben wir eigentlich auf Klasse 7 getrimmt? 238. Ah ne, da hat man ja glaube ich kein Geld mehr, ne? Der Honda ist eigentlich safe gewesen. Denn wir haben nämlich... Ich habe mal ein bisschen vorgeguckt. Ich muss mal gucken, muss ich irgendwas... Halt. Wollte ich hier nicht irgendwas... Ne, warte mal, stopp. Schlecht. Moment. Das passt sehr schön. Denn wir fahren nämlich jetzt mal... Was? Ob wir es gewinnen, ist die andere Frage. Ob wir es verlieren? Nein, eine Kühl-Challenge machen wir noch nicht. Denn wir haben hier einen Sprint. Wetten werde ich natürlich nicht. Weil ich muss immer gucken, wo der Schaltpunkt ist. Von dem Golf. Habe ich ja keine Ahnung. Wie gesagt, man muss ja mal gucken. Ist auch nicht keiner dabei, gegen den man wetten könnte. Eventuell. Boah, Scheiße. Okay, er zieht, aber Emmy ist der Schaltpunkt ziemlich. Aggro. Klein gehalten. Das kommt davon, wenn man das Auto voll pulvert. Aha, beim zweiten. Komm. In, Leute. Ne, da mal ein bisschen. Oh, jetzt wird's aber eng. Entweder mal Weiher oder wir. Genau. Und wir haben Überschuss und wir haben besser geschaltet. Juhu. Aber knapp. Und wir haben Prototyp. Teil. Yes. HSK. Prototyp. Und wir haben jetzt ihn in der nächsten Klasse. Ja, Prototyp. So, wir haben ihn jetzt auch in Klasse 6. Und wir könnten eigentlich mal schnell ein Cool Challenge nehmen. Eine Rundenzeit von 1,40. Mal gucken. Oder wir hätten ihn vielleicht noch ein bisschen tunen sollen. Mal sehen. Ja, er zieht schon mal besser. Wir haben jetzt nämlich ein Prototyp-Model. Emmy, regt mich das aus, dass ich keine Musik habe. Da muss ich dann nochmal checken. Also Emmy ist hier kaputt gegangen. So, wollen wir mal gucken, ob wir die Zeit unterbieten.
bloß Auto nicht kaputt fahren. So, und da wir ja ein bisschen Geld erfahren haben, werde ich mir auch erstmal neue Fahrzeuge jetzt holen. Wie gesagt, die ganzen Crew-Challenge-Fahrzeuge, die werden auch in die jeweils höchste Klasse getuned. Damit wir nämlich hier die ganzen Challenge bestreiten können. Jetzt gehen wir mal Nitro. Das wird, ich glaube, ein bisschen eng. Ja, müsste aber auch funktionieren. Denn wir schießen uns jetzt noch einen Bock. Oh, 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 oh. Nein. Hammer. Juhu. Sehr schön. Und dann machen wir auch erstmal wieder ein bisschen angeben. Erstmal die beiden gesteigert. Und dann hätten wir noch einen Rundkurs. Was haben wir denn noch? Sprint 7. Rundkurs. Nein. Wir gehen erstmal zum Händler. Wir holen uns erstmal billige Fahrzeuge. Dürften auch nicht so viel kosten. Wir haben nämlich gerade mal nur 90.000. Alten Corrado haben wir ja schon. Corsa hat man ja einen Corsa schon. Also, nee, ich glaube, hat man noch nicht, ne? Ja, damit. Ein Koala? Hat man glaube ich auch noch nicht, ne? Nein. Und einen Mazda MX-5. Nein, machen wir noch nicht. Wir machen ein Rennen. Wir veranstalten ein Rennen selber. Rundkurs. Halt, das ist bei uns. Rundkurs, das wird ein 3 gegen 3, 2 Runden, ja, ihr wisst wieder, was das heißt, genau, die Leute lernen erstmal fahren und die werden erstmal mit diesen Luschen, ja, muss repariert werden, sonst kann man nicht wieder fahren. Und die werden jetzt einfach mal mit dem Auto mal ein bisschen üben. Fahren, üben. Weil die müssen ja noch ein bisschen Übung haben. Und ja, werden sie eh nicht gewinnen. Aber das ist ja sowas von klar, weil die müssen erstmal üben, die müssen auch erstmal wieder die Teile gewinnen. Und wir machen sie gleich alle mal hoch. Teufel komm raus, würde ich sagen. Ja, ich höre auch keine Stimmen. Also irgendwas ist hier mit dem Sound. Ist vielleicht auch mal ganz gut, dann hört man wenigstens mal nichts. Biggie. Oh, Biggie, machen wir auch noch Druck.
gesagt, die fahren jetzt erstmal die Rennen hier normal. Das geht auf einem. Ich schlag da drei Fliegen mit einer Klappe. Erstens, die lernen, die Autos kriegen die Teile frei. Und es sind dann drei Fahrzeuge, die die Teile frei kriegen. Also, da kannst du nicht laufen. Da können wir auch mal verlieren. Genau. Okay, dafür gehen hier zwar die Respect Points runter, aber mein Gott. Amber verbessert, G verbessert. Wow. Oh, klitzekleine. Ja, okay, das muss man halt im Kopf nehmen, ne? Und deswegen sage ich bis dann und irgendwann wieder bei Choose It.